Also ich würde sagen, 100% bei allen Patienten habe ich energetisches Arbeiten gefunden. Ohne das geht gar nichts. Grundsätzlich keine Heilung. Punkt. Bei Ernährung und Entgiftungen würde ich sagen, mindestens bei 2/3, vielleicht 3/4 oder so. Aber es gibt durchaus Menschen, die gesund werden und Pizza essen. Ob uns das gefällt oder nicht, die gibt es, ja. Und ich würde das natürlich niemals empfehlen, so ein hohes Risiko einzugehen. Aber ich habe solche Menschen kennenlernen dürfen, ja. Und deshalb würde ich nicht sagen, dass Ernährung und Entgiftung erstes sind. Ich würde sagen, energetisches Arbeiten ist erstens, dann sicherlich Ernährung zweites und Entgiften drittes, so in der Reihenfolge. Ja, und dann haben wir, genau, mit wir meine ich Sabine und Klaus Pertl und ich, wir haben dann das 3E-Zentrum in Stuttgart, Buch, in der Nähe von Stuttgart, dann gebaut, 2006 eröffnet und haben dann begonnen, das, was wir damals wussten, einfach umzusetzen. Wo ist der Unterschied von 2006 zu heute? Würde ich sagen, 2006 haben wir mehr auch alternativ zytostatisch gearbeitet. Das heißt, wir haben versucht, Tumore zu zerstören. Natürlich nicht mit Chemotherapie oder Bestrahlung oder Antihormon, Antikörper, sondern auch mit zytostatischen Therapien alternativ, also Vitamin C, Ukrain, Galvanotherapie, photodynamische Therapie, solche Therapien, um Tumore zu zerstören.